Ralf Vogel hofft, von Hildes langjährigen Freundinnen mehr über die schwierigen Familienverhältnisse und ein mögliches Testament zu erfahren. In der nahegelegenen Seniorenresidenz erwarten Hedwig Häberle und Gerti Nossek den Rechtsanwalt bereits. Ach, schönen guten Tag, ich bin der Herr Vogel, ich habe ja angerufen bei Ihnen. Ja, guten Tag. Ja. Guten Tag. Ja, es tut mir leid, dass ich jetzt in Ihrer Kartenrunde störe. Das wollte ich wirklich nicht. So ein Quatsch, wenn so ein schöner junger Mann hier kommt. Ja. Ist doch eine Augenweide für uns. Wir haben hier zwar auch hübsche Pfleger, aber das ist mal eine Abwechslung für uns. Ja. Bitte, setzen Sie sich hin. Dankeschön. Ja, für Himmels Willen, danke für die Komplimente, aber da wäre ich ganz verlegen. Wollen Sie mitspielen? Lieber nicht. Ich sehe schon, ich weiß, Sie spielen ja sehr professionell, Skat. Ich bin ja eher ein Anfänger. Ich würde Ihnen das Spiel nur verderben. Das haben wir keine Freude. Seit die Hilde nicht mehr unter uns ist, da brauchen wir noch jemanden, der wieder mitspielt hier. Ja. Das fehlt uns. Die fehlt uns wirklich. Die Hilde hat ja bis zuletzt mit Ihnen gespielt, ne? Ja, die Hilde kam einmal die Woche zu uns, hat mit uns Skat gespielt. Es war immer wunderbar. Es ist ihr nicht leicht gefallen, denn sie war ja auch nicht mehr die Jüngste. Da hat sie erzählt, dass sie keine Pflegerin mehr hat und ihre Nichte hilft und macht und tut für sie alles. Genau, die Pflegerin, die musste, glaube ich, zurück in ihre Heimat. Kennen Sie den Sohn, den Herrn Bongard? Er ist seit kurzem, der war vorgestern hier. Vor 2 Tagen war er bei Ihnen, hat sie besucht. Ja, mit dem Kasten Konfekt. Der wollte sich bei uns einschleichen, aber nicht bei uns. Wir haben ihm nichts erzählt, denn er wollte scheinbar wissen, was es ist, ob da ein Testament existiert oder nicht, aber nicht bei uns. Ja, ich muss auch sagen, also Herr Bongard ist wirklich nicht der netteste Mensch auf Erden und wirklich wir haben auch große Schwierigkeiten mit ihm. Er macht Frau Hollmann das Leben zur Hölle, der möchte sie aus dem Haus rausschmeißen. Und deshalb wäre es für uns ganz, ganz wichtig zu wissen, ob es ein Testament gibt. Ja, ich weiß nur, dass Hilde eins machen wollte. Ich habe ihr sogar meinen Notar empfohlen, den Dr. Jäger. Sie hatte nämlich Angst, dass sich Micha alles unterm Nagel reißt. Wissen Sie vielleicht zufällig auch etwas von einem lebenslangen, unentgeltlichen Wohnrecht, das Hilde ihrer Nichte und der Tochter von ihrer Nichte einräumen wollte? Ja, na klar, Hilde wollte doch nicht, dass Nicole und die Kleine ihr Zuhause verlieren, wenn sie stirbt. Und außerdem hat sie betont, dass sie Nicole und dem kleinen Mädchen auch finanziell helfen will. Deshalb wollte sie, dass die beiden ihr Leben lang unentgeltlich dort wohnen bleiben dürfen. Klasse. Würden Sie das auch vor Gericht bezeugen? Aber selbstverständlich würden wir mitkommen. Wir sind doch froh, wenn wir hier mal rauskommen. Ja, das hört sich ja super an. Also erstmal vielen Dank für das nette Gespräch. Und ich werde mich bei Ihnen melden. Ich werde unseren kleinen Ausflug zum Gericht mal planen. Und dann, sobald ich was weiß, gebe ich Ihnen rechtzeitig Bescheid, dass Sie auch mit dem planen können. Ja, also vielen, vielen, vielen Dank erstmal. Ja, der mir wahnsinnig geholfen und der Frau Heumann ganz sicher auch. Ja. Nicht nur, dass ich ein tolles Gespräch mit 2 netten älteren Damen hatte. Nein, jetzt können wir endlich das lebenslange Wohnrecht für meine Mandantin beweisen. Und da das auch noch unentgeltlich sein sollte, muss sie nicht mal mehr Miete zahlen. Ich werde jetzt noch zum Notar fahren und versuchen herauszufinden, ob es da tatsächlich ein Testament gibt. In Berlin-Zehlendorf ist zwischen der alleinerziehenden Nicole Heumann und ihrem Cousin Michael Bongard ein erbitterter Erbschaftsstreit entfacht. Anwalt Ralf Vogel kämpft dafür, dass Nicole im Einfamilienhaus ihrer verstorbenen Tante Hilde wohnen bleiben darf. Da Michael die Heizung aus Schikane abgedreht hat, ist die 11-jährige Sophie schwer erkrankt und muss von einem Arzt untersucht werden. Sie braucht jetzt aber sehr, sehr viel Ruhe. Das ist ganz, ganz wichtig. Sie sollte in jedem Fall im Bett liegen bleiben und auch nicht in die Schule gehen. Das ist ganz wichtig. Nicole tut es in der Seele weh, dass ihre Tochter unter Michaels Gemeinheiten leiden muss. Die 41-Jährige ist hin und her gerissen, den Streit ums Erbe aufzugeben und ihrem Cousin das Haus zu überlassen. Ich kann das Sophie echt nicht zumuten, ja? Micha, der gibt doch eh nie auf. Vielleicht sollte ich ihn einfach gewinnen lassen. Auf keinen Fall, Frau Hollmann. Jetzt müssen Sie kämpfen. Sie dürfen den Kopf nicht hängen lassen. Ich habe gute Nachrichten für Sie. Die Freundin Ihrer Tante, die haben tatsächlich bestätigt, dass Ihre Tante von einem lebenslangen Wohnrecht für Sie und Ihre Tochter gesprochen hat. Und zwar von einem unentgeltlichen Wohnrecht. Echt? Das heißt, wir können hier wohnen bleiben? Naja, das ist so, als ob man Ihnen das Haus auf Lebenszeit geliehen hat. Wie ein lebenslanger Leihvertrag. Oh, das ist ja super. Oh, ich bin Ihnen echt dankbar.
Und das noch was. Die netten alten Damen, die haben mir erzählt, dass ja, ihre Tante die ganze Zeit von einem Notar sich hat beraten lassen, sehr umfangreich, hinsichtlich der Nachlassangelegenheiten. Das spricht für mich ganz eindeutig dafür, dass ihr ein Testament existieren muss. Das kann manchmal auch nur ein Stück Papier sein, mehr ist es oft gar nicht. Micha hat doch schon alles entrümpelt. Wahrscheinlich liegt das schon irgendwo auf der Müllkippe. Das habe ich auch merkwürdig gefunden. Also, es sah wirklich so aus, als ob ihr Cousin irgendwas gesucht hat. Hm. Vielleicht war es ja genau das Testament, was er gesucht hat. Also bitte, Frau Heumann, stellen Sie noch mal alles auf den Kopf. Und ich werde weiter versuchen, irgendwelche Beweise zu finden für das lebenslange Wohnrecht, ja? Okay, alles klar. Okay, jetzt Kopf hoch, das schaffen wir. Tschüss. Klar klingt das erstmal gut, was der Anwalt sagt, aber mein Gefühl sagt mir, dass Micha sich nicht einfach so geschlagen geben wird. Der wird schon irgendwie einen Weg finden, mich unter Druck zu setzen. Nachdem Michael von Nicoles lebenslangem Wohnrecht erfahren hat, hat er sich umgehend einen Anwalt genommen und versucht, seine verstorbene Mutter nun für unzurechnungsfähig zu erklären. Anwalt Ralf Vogel und seine Mandantin treffen sich deshalb 3 Tage später mit Hildes Arzt, um genau das zu widerlegen. Ja, was kann ich bitte tun? Das geht um meinen Cousin. Ich habe da einen ganz ärgerlichen Rechtsstreit mit ihm. Schauen Sie mal. Er versucht jetzt, meine Tante Hilde als senil darzustellen. Dabei stimmt es überhaupt nicht. Sie war ganz klar im Kopf, bis zum Schluss. Und deshalb müssen wir wissen, ob Sie Frau Bongard jemals auf ihren geistigen Zustand untersucht haben. Nee, dafür gab es keinen Grund. Also ich habe sie letztes Jahr nicht auf ihren geistigen Zustand untersucht, weil sie mir recht klar vorkam. Wissen Sie vielleicht zufällig, ob Frau Bongard noch bei anderen Ärzten in Behandlung war? Soweit ich weiß nicht, aber sie wurde doch von ihrer Pflegerin, der Frau Kobyanski, gut umsorgt. Vielleicht können Sie bei ihr mal nachfragen. Ja, das geht aber leider nicht mehr. Kurz vor meinem Einzug musste sie zurück nach Polen. Frau Kobyanski ist nicht in Polen. Die war heute Morgen noch mit ihrer neuen Kundin bei mir in der Praxis. Wie? Olga ist hier in Berlin? Offensichtlich. Soweit ich weiß, war sie nie weg. Ich gehe sicherlich recht in der Annahme, dass Sie mir die Adresse jetzt von Frau Kobylanski nicht rausgeben können, oder? Das stimmt, das kann ich nicht tun. Aber soweit ich weiß, arbeitet sie noch für den gleichen Pflegedienst. Vielleicht fragen Sie dort mal nach. Den kenne ich. Oh. Dankeschön, vielen, ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Uns weitergeholfen. Wiederschauen. Wiederschauen. Ich fasse es nicht, dass Olga in Berlin ist. Warum hat sie sich dann aber nie bei Hilde gemeldet? Naja, Hauptsache, sie kann uns weiterhelfen. Ralf Vogel hat die ehemalige polnische Pflegerin der Verstorbenen bereits am nächsten Tag ausfindig gemacht. Olga Kobylanski erklärt sich bereit, mit dem Rechtsanwalt zu Nicole zu fahren, um gemeinsam über Hildes geistigen Zustand zu sprechen. Wenn ich gewusst hätte, dass du, darf ich du sagen? Ja, klar. Also wenn ich gewusst hätte, dass du in Berlin wohnst, hätte ich mich natürlich sofort gemeldet nach Hildes Tod. Das tut mir echt leid, dass du auf diesem Weg davon erfahren musstest. Ich hatte keine Ahnung davon, die arme Hilde. Sie würden also sagen, dass Sie ein sehr gutes Verhältnis zu Hilde hatten? Ja, ich mag alle meine Kunden, aber Hilde und ich, wir haben uns vom ersten Moment so gut verstanden. Ich habe echt sehr gerne hier gearbeitet. Schade, dass das so auseinandergehen musste. Was heißt denn das? Also Hilde hatte mir erzählt, dass du nach Polen zurück musstest, weil deine Familie dich gebraucht hat. War das nicht so? Nein, da musste sie etwas verwechselt haben. Nein, ich war hier in Berlin. Ist denn irgendetwas vorgefallen, was das Verhältnis verschlechtert hat? Nein, alles war bestens. Aber warum wollten Sie eigentlich mit mir heute sprechen? Das geht um meinen Cousin Michael. Ja, was ist mit ihm? Du kennst ihn ja sicherlich. Der hat sich jetzt einen Anwalt genommen und der erklärt, dass Hilde senil war. Und der will mich nur aus diesem Haus rausjagen. Dabei hatte Hilde mir versprochen, dass ich für immer hier wohnen bleiben darf. Senil? Das ist doch totaler Quatsch. Hilde hatte Probleme mit ihrem Herz. Ja, sie war keine junge Frau mehr, aber nee, das war's schon. Sie würden also sagen, dass Hilde voll geistig auf der Höhe war, als sie sie verlassen haben hier und ausgezogen sind? Ja, absolut. Alles andere wäre Schwachsinn. Und das weiß Micha ganz genau. Würden Sie das auch vor Gericht bestätigen? Weil das wäre für uns sehr wichtig. Der Cousin, meine Mandantin, der möchte mittels einer Räumungsklage diese aus dem Haus schmeißen und behauptet eben, dass Hilde senil war, also Frau Bongard. Klar, wenn dir das hilft. Ich weiß ganz genau, dass Hilde dich hier behalten wollte. Sie hat so viel von dir gesprochen. Sie hat dich echt gern gehabt. Das ist schön zu hören. Ich hatte sie auch so sehr ins Herz geschlossen.
Ja, Entschuldigung, ich möchte nicht unhöflich sein, aber hier kommen gerade so viele Erinnerungen hoch. Wenn Sie mich brauchen, bitte rufen Sie mich an. Ja, und ich würde jetzt am liebsten nach Hause gehen. Ich fahre Sie gerne, Frau Kobylanski. Dass Frau Kobylanski uns weiterhelfen will, ist natürlich ein ganz großer Schritt nach vorne. Allerdings fand ich sehr auffällig, dass sie uns weniger Informationen gegeben hat, als es darum ging, warum sie hier ausgezogen ist. Ich glaube, dass mehr passiert, als sie uns weismachen wollte. Olga scheint Nicole und dem Anwalt etwas zu verschweigen. Weiß die Pflegerin mehr über das schwierige Verhältnis zwischen Hilde und ihrem Sohn? Mensch, Olga! Was ist denn los? Was machst du hier? Warte doch mal! Hallo, Olga! Wie geht's dir? Hallo, Misha. Nix. Ich will auch wieder weg. Also, nee, mach's gut. Bleib doch mal stehen! Was ist denn los? Wo warst du denn gewesen die ganze Zeit, Mensch? Ich hab ja lange nicht Lass mich, lass mich. Ich will jetzt nur nach Hause, ja? Mhm. Was hast du da drüben gemacht überhaupt? Ich dachte, du bist eigentlich wieder in Polen oder so. Nee, ich bin hier in Berlin. Sag mal, hast du das von meiner Mutter gehört? Ja, ja, das ist sehr traurig. Ich hätte mich so gerne von ihr verabschiedet. Ich meine, hätte ich gewusst, dass du in Deutschland bist, dann hätte ich dir Bescheid gegeben, hättest du Kontakt aufnehmen können. Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht, dass du das weißt oder Hilde. Das kannst du sicherlich verstehen. Ja. Ich wollte mir diese ganze Sache einfach abschließen. Ja, ich weiß, ich war ein ganz schönes Arschloch gewesen. Mir tut's doch alles leid. Aber lass uns das alles vergessen. Wie sieht's denn aus? Hast du noch Lust auf eine Runde Kaffee oder so? Micha, bitte. Das ist alles nur Vergangenheit, okay? Nein, Olga, wir können doch ganz normal miteinander reden. Ist doch nichts passiert. Wir müssen ja nicht über die alten Zeiten reden. Wir können auch über die Zukunft reden von dir. Na schön, aber nicht lange, okay? Alles klar, muss. Das ist kein Problem, komm. Zwei Wochen später versucht Michael, Nicole auf Räumung der Wohnung zu verklagen. Zu Nicoles Entsetzen hat Olga in der Anhörung Hilde als dement bezeichnet. Anwalt Ralf Vogel und seine Mandantin wollen deshalb wissen, warum die Pflegerin vor Gericht gelogen hat. Sag mal, was war das denn jetzt für ein Scheiß? Warum bist du mir denn so in den Rücken gefallen? Ich habe nur die Wahrheit gesagt. Also Frau Kobylanski, Sie wissen doch noch ganz genau, was wir die letzten Tage besprochen haben. Sie haben gesagt, dass Frau Bongard geistig voll auf der Höhe war, als Sie die das letzte Mal gesehen haben. Wollen Sie uns für dumm verkaufen? Oder warum haben Sie hier vor Gericht gelogen? Ich habe nicht gelogen. Und jetzt bitte lassen Sie mich durch. Hilde würde sich im Grab umdrehen, wenn sie deine Show vor Gericht gesehen hätte. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Noch ist ja nichts verloren. Der Richter hat in 2 Wochen einen neuen Termin angesetzt. Und bis dahin müssen wir nachweisen, dass Ihre Tante im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte war. Und vielleicht, wenn wir Glück haben, ändert Frau Kobylanski ja noch mal ihre Aussage. Zuzutrauen wäre es der Frau. Ich hoffe es. Aber ich verstehe immer noch nicht, warum sie vor Gericht gelogen hat eben. Ich meine, das ergibt doch alles gar keinen Sinn. Das muss irgendwas mit ihrem Auszug zu tun haben. Denn sie hat doch auch das letzte Mal, als sie darauf angesprochen haben, schon so merkwürdig reagiert. Also Frau Kobylanski hat auf jeden Fall gelogen. Und freiwillig wird sie uns nicht die Wahrheit sagen. Deshalb schlage ich vor, dass wir sie vielleicht mal eine Zeit lang beschatten lassen. Vielleicht kann ja ein Privatdetektiv ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ich dachte echt, wir sind schon am Ziel. Aber dann das? Ich hoffe, der Anwalt findet ganz, ganz schnell was raus, weil lange halte ich diesen kleinen Krieg nicht mehr aus. Baby, I'm playing on you tonight. Ralf Vogels Privatdetektiv Ronny Bauer hat die Ermittlungen sofort aufgenommen und bereits am frühen Abend eine heiße Spur. Olga scheint sich heimlich mit Michael zu treffen. Nicole und der Anwalt gehen diesem unglaublichen Verdacht nach. Ist doch das Fahrzeug von Herrn Bauer. Warum bringt dein Baby nach Hause? Oh nee, das gibt's ja gar nicht. Was ist denn das? Das kann nicht sein. Nicole, oder? Olga? Jetzt ist alles klar. Du und Micha, ich fass es nicht. Habt ihr mir etwa aufgelauert? So offensichtlich, Frau Kobylanski. Sie haben eine Affäre mit Herrn Bongard. Und deshalb haben Sie auch die Aussage bei Gericht plötzlich zurückgezogen. Das stimmt nicht. Sie haben echt eine blühende Fantasie, wenn Sie das glauben. Fantasie? Also ich brauche keine große Fantasie. So heiß und innig, wie Sie rumgeknutscht haben, da ist die Sache ganz offensichtlich. Oder haben Sie irgendeine andere Erklärung dafür? Mein Gott, Micha hat mich eben nur nach Hause gebracht. Wir haben über Hilde gesprochen und so. Was ist schon dabei? Es geht mich eigentlich auch gar nichts an. Aber Sie haben uns schon mal für dumm verkauft. Und jetzt, Frau Kobylanski, jetzt möchte ich wissen, was hier wirklich abgeht. Nix, das sag ich doch. Was glaubst du denn, was Michas Frau Linda dazu sagt, wenn sie davon hört? Wieso? Was hat die damit zu tun? Ihr kann das alles egal sein. Jetzt machen Sie mich auch neugierig. Wieso sollte denn der Frau von Herrn Bongard alles egal sein? Beziehungsweise egal sein, dass sie mit ihrem Mann rumknutschen. Die beiden führen eine glückliche Ehe. So ein Quatsch.
Von wegen glücklich. Die sind doch schon getrennt. Hat er dir das erzählt? Er hat gesagt, die Ehe liegt in Trümmern. Nur die Scheidung ist noch nicht durch. Die leben noch zusammen, bis Linda eine neue Wohnung gefunden hat. So ein Schwachsinn. Das ist kein Schwachsinn. Er hat sich richtig bei mir ausgeheult. Ausgeheult? Das ist doch wohl ein schlechter Scherz. Der hat dir doch nur was vorgespielt. Aber er hat doch gesagt, dass wir füreinander bestimmt sind. Dass wir zueinander gehören. Also weißt du was, wenn du mir nicht glaubst, dann der ist bestimmt zu seiner Frau nach Hause gefahren. Also Frau Kobylanski, Ihr Privatleben geht mich eigentlich überhaupt nichts an. Aber wenn Sie vor Gericht gelogen haben und das für Herrn Bongard, da haben Sie sich strafbar gemacht. Das sollten Sie noch mal gut überlegen, ob Sie sich wirklich so ausnutzen lassen wollen. Ich glaube Ihnen kein Wort. Dann überzeug dich doch selbst davon. Lass uns gemeinsam dahin fahren. Ja, das will ich jetzt von Ihnen hören. Pass mal auf, ich park gleich da hinten, lass uns alles am hinfahren. Ja, ja. Eine Viertelstunde später erreichen Nicole und der Anwalt gemeinsam mit Olga Michaels Haus, in dem er mit seiner Frau Linda lebt. Hat Ralf Vogel recht mit seiner Vermutung, dass Michael die Polin nur ausgenutzt hat, um sie zu einem Meineid zu bewegen? Falls ihr Michael sprechen wollt, der ist nicht da. Also, und du? Ich denke, du bist in Polen. Das ist eine lange Geschichte. Wir müssen sehr dringend mit Ihrem Mann sprechen, Frau Bongard. Sagen Sie mal, wann kommt er denn wieder? Keine Ahnung, wann der wiederkommt. Der müsste wegen dieser blöden Anhörung relativ früh zu Gericht. Macht jetzt Überstand und ist jetzt in seiner Werkstatt. Wieso? Was soll das Ganze? Ich versuch's mal nett zu sagen oder milde. Ihr Mann scheint Sie alle drei hier wirklich in das Licht zu führen. Und Sie, Frau Kobylanski, sehen doch, die Ehe zwischen Herrn und Frau Bongard ist vollkommen existent. Was reden Sie denn da? Wie kommen Sie denn auf dieses schmale Brett? Linda, Micha hat dich betrogen. Und zwar mit Olga. Das glaube ich nicht. Das ist doch wieder irgendwas, was du ausgeheckt hast, oder? Sie hat recht. Wir haben uns eben gerade getroffen, dein Mann und ich. Wie, was? Komm doch mal zum Punkt. Was willst du überhaupt? Wir hatten schon vor einem Jahr eine Affäre. Und das war auch der Grund, warum ich hier raus musste. Ich konnte das alles nicht mehr aushalten hier. Mit dir eine Affäre? Träum mal weiter. Ich glaube nicht, dass er mit dir eine Affäre hatte. Nein, es tut mir leid. Das ist doch alles wieder auf deinem Mist gewachsen. Leider nein. Du, das macht mir auch keinen Spaß, dir das sagen zu müssen. Aber Micha hat uns alle verarscht. Das glaube ich nicht. Niemals. Dann schlage ich vor, dass Sie Ihren Mann mal zur Rede stellen. Dann haben Sie Gewissheit. Das ist doch eine gute Idee. Lass uns gemeinsam zu Ihnen hinfahren und dann weißt du, dass wir die Wahrheit sagen. Wir wollen uns also jetzt alle lächerlich machen vor ihm. Ja? Das ist das, was er wollt. Naja, dann fahren wir da jetzt hin. Okay. Was hat Herr Bongard sich wirklich selber eingebrockt? Denn er hat auf niemanden Rücksicht genommen. Und wenn jetzt die geballte Frauenpower über ihn hineinbricht, dann wird er sich nicht mehr aus der Affäre ziehen können. Im wahrsten Sinne des Wortes. In Berlin will Anwalt Ralf Vogel die gemeinen Intrigen von Michael Bongard aufdecken, mit denen er beinahe den Erbschaftsstreit gegen seine Mandantin Nicole Heumann gewonnen hätte. Sag mir, dass das hier nicht wahr ist. Linda, was ist denn los? Ist alles okay? Sag mal, gar nichts ist okay. Weil die hackt's wohl, oder? Sag mal, was bringst du denn hier für Leute an? Was soll denn das? Leute an. Du, pass mal auf, lass dir hier nichts von den Leuten erzählen. Die lügen dir nur die Hucke voll, gerade er hier. Mhm. Also habe ich mir das alles ausgedacht, was du mir von deiner kaputten Ehe erzählt hast? Oder als du mich gefragt hast, für dich vor Gericht auszusagen? Sag mal, ich habe dich seit einem halben Jahr nicht mehr gesehen. Was machst du eigentlich hier? Hat die dich etwa angestiftet hier, das zu sagen hier, oder was? Du bist so ein mieses Schwein. Und jetzt tust du noch so, als wäre nichts gewesen. Schon damals habe ich mich in dich verliebt und du hast mein Herz gebrochen. Und du warst der Grund, warum ich bei Hilde ausziehen musste, als sie das alles mit uns mitbekommen hat. Frau Bongard hat sie entlassen, weil sie davon erfahren hat, dass ihr Sohn mit ihnen eine Affäre hat. Und danach hat sie sich mit ihrem Sohn zerstritten. Ja, so war das. Hilde war wahnsinnig enttäuscht von Micha und von mir. Ich habe mich so geschämt. Und dann habe ich so getan, als musste ich wieder nach Polen, damit keiner sich bei mir meldet. Ich wollte das alles einfach hinter mir lassen. Deswegen haben Hilde und du kein Wort mehr miteinander geredet? Und du erzählst überall rum, dass ich daran schuld war? Sag mal, merkst du noch was? Du bist doch diejenige gewesen, die sich in das Haus eingeschleimt hat, die Blöde. Du hast doch die Alte so lange bearbeitet, bis du da Wohnrecht hattest. Herr Bongard, in 2 Wochen sehen wir uns vor Gericht wieder. Und da werden wir beweisen, dass meine Mandantin ein Wohnrecht hat. Und Sie werden zur Verantwortung ziehen für die Anstiftung zur Falschaussage. Sie haben Frau Kobylanski dazu angestiftet, hier eine Falschaussage zu machen. Ist doch egal, was die da erzählt vor Gericht. Ich hab nichts falsch gemacht, Mensch. Natürlich. Und du bist wieder fein raus. Und alle anderen sind schuld. Wie immer. Ja. Ich hab echt einen Fehler gemacht. Den Fehler hatte ich jemals geheiratet zu haben. Linda, bleib doch mal hier. Ich werde wieder gut machen. Linda, bleib doch mal hier. Was ist denn los? Du bist ja, tschüss. Ja, nee, komm. Bitte erst vor Gericht. Herr Bongard. Ja. Schönen guten Abend.
Frau Heumann hat jetzt wirklich allerbeste Aussichten, ein Leben lang in dem Haus wohnen bleiben zu dürfen. Ich gehe auch davon aus, dass Frau Kobylanski umgehend ihre Falschaussage richtigstellen wird. Und ob Herr Bongard jetzt noch Lust hat, sich mit Frau Heumann zu streiten, nach der Demütigung, das bezweifle ich. Olga hat ihre Aussage vor Gericht widerrufen. Nicole und ihre Tochter können somit rechtskräftig von ihrem lebenslangen Wohnrecht Gebrauch machen und sich wieder wie zu Hause fühlen. Also dafür, dass du letzte Woche krank im Bett gelegen hast, hast du richtig viel Power, Mäuschen. Du bist bloß so eingerostet. Oder schon mal, dir will ich gleich zeigen, du. Warte, ich geh mal ganz kurz zur Tür. Oh, Linda, hallo. Ja, hallo Nicole, hast du kurz einen Moment für mich? Ja, klar, komm rein. Was hast du denn? Naja, ich wollte mich bei dir entschuldigen für mein gemeines Verhalten. Ja, gut, schwamm drüber. Ich meine, du konntest ja auch nicht an, was mich ja da für eine Show abzieht. Nee, hallo, leider nicht wirklich. Hallo Sophie, da ist noch was für dich. Das gibt's ja gar nicht, das ist ja Hildes Testament. Kurz nach Hildes Beerdigung hat ja Micha die Wohnung bzw. das Haus entrümpelt. Und da hat er mich halt gefragt, ob ich mit Suchen helfe. Und dann habt ihr euch ja beide hier gestritten und dann habe ich es halt hinterm Bilderrahmen entdeckt. Aber warum hast du denn nichts gesagt? Na, Hilde hat ihn enterbt. Das hätte Michas Herz zerrissen und ich wollte unsere Familie schützen. Und außerdem geht es ja auch noch um mich. Ich bin ja seine Frau und um mein Erbe. Und naja, dann habe ich es erstmal versteckt. Ja, komm, lass uns das mal setzen. Da hat sie ihn echt enterbt, ja? Aber das war ja fast klar gewesen. Nicht nur das. Lies es mal. Das Haus geht an dich. Tatsächlich. Da bin ich baff. Das ist jetzt mein Haus. Ja. Und an deiner Stelle würde ich auch sofort dem Anwalt davon berichten. Ja. Ja? Danke. Aber Linda, sag mal, wie geht's dir denn eigentlich? Den Umständen entsprechend. Micha und ich, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Schauen wir mal. Du, ich muss jetzt auch wieder los, Nicole. Wenn was ist, melde dich wirklich bei mir, ja? Ja. Okay. Ja, klar. Danke. Vielen Dank nochmal. Tschüss, Sophie. Tschüss. Ich bin richtig platt. Also, das Haus gehört mir und Hilde hat mir noch 70.000 Euro vererbt. Das war eine richtig starke Geste von Linda. Ich weiß nicht, was ich ihr wünschen soll, aber ich hoffe, sie trifft die richtige Entscheidung. Mach's gut. Los, Mama, komm, weiterspielen. Ja, jetzt haben wir richtig Grund zu feiern. Nicole kann mit Hilfe des Anwalts die Ansprüche auf Hildes Testament geltend machen. Micha besteht zwar auf seinen Pflichtanteil von 50%, doch Nicole kann ihn auszahlen, sodass die Doppelhaushälfte nun alleine ihr gehört. Linda und Micha wollen versuchen, ihre Ehe zu retten und haben eine Paartherapie begonnen.